So, ich heiße euch willkommen zum allerletzten Mal in der letzten Mission von GDI gegen die Bruderschaft von Nord. Das letzte Gefecht. Verstärkung ist eingetroffen. Und ich starte mitten im Kampf in des Feindes Land. Ich erinnere mich an diese Mission überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich nehme mal an, es ist eine gute Idee, hier ein bisschen aufzuräumen. Was rennt der da gerade gegen die Betonmauer? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist witzig. Verstärkung ist eingetroffen. Du bist blöd. Mach das mal richtig. Und die töten sich natürlich wieder selber. Ich liebe es, so intelligente Einheiten zu haben. Was passiert jetzt? Ich kann nicht nach rechts, nach unten, nach links. Es geht gar nichts. Das habe ich schon nicht erlebt, so ein Grafikbug. Aber es scheinbar beabsichtigt, jetzt erstmal. Damit ich schon nirgendwo anders hingucken kann. Und ich habe endlich ein paar gescheite Einheiten. Wow, sogar mit Sternen. Jetzt geht's aber hier richtig los. So, und ich nehme an, wenn ich dann diesen Mini-Stützpunkt hier erledigt habe, kommt mein Bauhof. Ich wette, da oben ist er schon. Da wartet er, als ob er nicht gleich kommen könnte. Er wartet lieber, bis alles sicher ist und er sich dann in Ruhe aufpflanzen kann. Und dann geht die Gegenwehr los. Ja, ich könnte auch eigentlich auch Ingenieure bekommen. Das wäre auch nicht schlecht. Dann könnte ich diesen Schlusspunkt einnehmen und müsste nicht selbst einbauen. Ach ja, aber das wäre auch zu einfach. Ich habe kaum gekämpft und trotzdem sind die schon total angeschlagen. Weil die sich einfach immer wieder selbst verletzen. Diese dummen Dödel. Düptidu und ein ganz böser Laserturm. Dem ich jetzt mal zeige, was eine Kanone ist. Jetzt sind die böse geworden. Aber sie kommen nicht her. Sie haben Angst. Mal gucken, ob sie gleich durchkommen. Was? Bier? Ach so. Warum lese ich ein Bier? Bier ohne E. Und mit S. Eine alte GDI-Basis, das klingt phänomenal. Ich liebe alte Basen aus alten Command & Conquer-Teilen. Scheinbar gibt es hier wieder so eine. Kann ich den irgendwie behalten und selbst benutzen? Scheinbar nicht. Du gehst jetzt mal hier rein. Ich glaube, hier sollte ich mein Zelt aufschlagen. Bleib da. Wo bin ich? Ich bin ganz unten rechts. Ich mag es eigentlich schon, wenn ich immer in der Ecke irgendwo bin. Nicht ins Tiberium, ihr Idioten. Du sollst dahin gehen. So ein Bauhof, der sich verteidigen kann, wäre auch mal nicht schlecht. Zumindest eine kleine MG oder sowas. So. Baue dich auf. Dankeschön. Neue Baumöglichkeiten. Dann sollte ich mich mal hier ein bisschen umgucken, damit ich weiß, wo in etwa der Feind rumlungert. Bau abgeschlossen. Und auf mich wartet. Neue Baumöglichkeiten. Ich hoffe sehr, ich habe genug Tiberium. Das ist immer das Wichtigste. Und gerade für die letzte Mission wünsche ich mir, dass es wirklich ein richtig schönes Spektakel wird. Aber nicht so früh. Oh, seid ihr schlau. Denkt ihr etwa, ich komme euch nicht hinterher. Seht ihr, wenn er jetzt eine MG hätte, der Bauhof, dann wäre das echt klasse. Der könnte sich dann selbst verteidigen. Oder wie bei Alarmschiff Rot 2, sich wieder abbauen und wegfahren. Boah, sind die stark. Aber sie sind auch schlau, sie machen es aber nicht weiter, sie wehren sich lieber gegen mich. Jetzt wären sie noch schneller tot gewesen. Hier oben scheint noch mehr Tiberium zu sein. Das ich natürlich dann auch abbauen werden müssen können, tu. Ich höre irgendwas. Hä? Wieso komme ich nicht? Wow. Irgendwie ist die Karte winzig, ich glaube aber, die wird später größer. Das kann ja wohl schlecht anders sein. Das kann nicht die ganze Karte sein, hier, das Stückchen. Ist ja irrwitzig.
Na, ich tue sie einfach hier vor. Neue Baumöglichkeiten. Da wird hier wohl noch einer vorbei rumfahren können. Und durch die Ecke kann man auch. Dupti-dupti-du. Bau abgeschlossen. Dich baue ich dein. Und neue Baumöglichkeiten. Kommt die Waffe noch weg. Ja, bitte. Eigentlich wäre es klüger, zuerst noch mehr Raffinerien zu bauen, aber das kriege ich ja noch nie gebacken. Alles klar. Das kriegte und kriege ich nie gebacken. Da ist auch noch Schwarz und Tiberium. Könnte ja wieder zurückgehen. Wie es scheint, habe ich hier keine große Angriffsfläche. Greifen Zivilisten an, was seid ihr eigentlich für Ärsche? Was haben die euch denn getan? Die armen Zivilisten. Aber das ist auch in anderen Command & Conquer-Teilen so. Die Zivilisten müssen immer leiden. So, die Waffenfabrik ist bereit, mir zu helfen. Bau abgeschlossen. Und neue direkt noch eine Raffinerie. Wird gebaut. Nicht ins Tiberium, nicht ins Tiberium. Ach, macht doch, was ihr wollt, ihr Schnuppe. Macht, was ihr wollt, ich guck einmal da schön. Hier ist eh viel interessanter. Was? Ach, der überfährt mich. Habt ihr gelitten, selber schuld. Will ich mit dem aber nochmal hier gucken, ob hier irgendwas Interessantes noch liegt. Vielleicht eine Kiste mit Finanzen. Ach du Schande, wo kommt die jetzt her? Aus dem Nichts, aber... Total aus dem Nichts, ich hab die nicht gesehen. Und geht direkt auf meine Infanteristen. Echt nett. Richtig nett. So, jetzt kriegt die nicht mehr. Oh, war das unfair. Scheiße. Nord-ICBMs geordnet. Zerstöre sie die Raketen statt Rampen. Und da ist noch so ein Scheiß. Ich würde ungern meine Titanen dafür verlieren. Weil die Sterne haben. Zu wenig Energie. Wird gebaut. Gut, ich würde sagen, ein paar Minuten lasse ich mir natürlich noch zum Aufbauen. Mit den Einheiten, die ich jetzt habe, komme ich nicht weit. Bau abgeschlossen. Ich baue die nicht so nah aneinander, die Gebäude, weil ich Angst vor Raketenschüsse habe. Raketenstart. Das Blöde ist, wenn ich jetzt so viel davon baue drauf, dann verliere ich eine ganze Menge Energie, wenn nur eins zerstört wird. Deswegen mache ich jeweils nur eins drauf von den Turbinen. Und... Was machst du? Du sammelst gut. Dann brauche ich Hightech-Gebäude. Damit ich mehr als nur diese paar bauen kann. Und ich brauche Schwebepanzer für dieses Zeug hier. Breitet es sich aus oder steht es einfach nur darum? Zu wenig Geld. Das will mich auf jeden Fall bedrohen. Aber es ist noch sehr klein. Da wären Mutanten jetzt gar nicht mal so schlecht. Die könnten da was gegen tun. Oder ich versuche von hier oben vielleicht das abzuschießen, dann bin ich... Da dürfte ich sicher sein. Ich bin gespannt, wie lange ich für diese letzte Mission brauchen werde. Bau abgeschlossen. Da war auch das hin. Neue Baumöglichkeiten. Wird gebaut. Yep, yep, yep. Da kann ich mal was bauen. Sowas wäre auch nicht schlecht, denke ich mal. Denn wir haben ja vorhin schon ein unsichtbarkeitsmachendes Geräusch gehört. Ja, Sir. Und das will man natürlich dann irgendwann sehen. Sehe ich jetzt hier irgendwas? Ah, das kommt von da unten. Ich dachte, es wäre nur ein kleines Stückchen hier. Wie riesig ist das denn?
Nicht allzu riesig. Nehme ich mal an. Düp-di-düp. Und irgendwie verliert auch keiner Servisoöl, oder wie das heißt. Servoöl. Neues Gelände entdeckt. Neues Gelände? Ach du Scheiße, jetzt ist es riesig geworden. Raketenstart geordnet. Nein, nicht jetzt. Warum? Das ist nicht gut. Jetzt kommt schon. Da ist er. Scheiße, scheiße, scheiße. Und? Hä? Wo geht er hin? Und tschüss. Hä? Was war das? Die haben mich verfehlt. Die haben mich verfehlt. Die blöd. Die haben mich verfehlt. Oder hier ist noch irgendwo ein GDI-Stützpunkt. Wo ist jetzt dieser Alte, von dem die geredet haben vorhin? Hoffentlich gibt es den hier noch. Ich höre was. Ein böses unsichtbarkeitswarnendes Geräusch. Nicht gut, nicht gut. Hoffentlich kommt da jetzt nicht einer hier durch. Eigentlich kommt hier keiner durch. Es sei denn, er ist schon drin. Einheit Wenn er schon drin ist, dann bin ich am Arsch. Ich versuche von hier oben auf jeden Fall das Teil hier anzugreifen. Denn diese Giftwolken dürfen nicht hier hochkommen. Jetzt greifen sie auch Gebäude an. Nichts besser zu tun, als die Bevölkerung zu schikanieren. Und sowas nennt sich Bruderschaft. Und? Sehr schön. Ich brauche erstmal hier Gebäude. Mal gucken, wie lange ich ohne mehr Schwebepanzer und Sensoreinheiten auskomme. Und bis dahin baue ich irgendwas Vernünftiges. Oder was Vernünftigeres. Vernünftigeres. Schneller. Und vor allem noch eine Raffinerie. Ich hab's gehört. Ich hab irgendwas gehört. Irgendwo ist dieser Stealth-Panzer. Oder ein Generator. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Kommt es so hoch? Echt? Das ist nicht schön. Nein! Lässt du mich in Ruhe? Lässt du mich in Ruhe? Ich glaube, es geht vorbei. Mal zu hoffen hier. Das machen wir dahin. Zu wenig Energie. Wird Mammut. Ich kann Mammut bauen. 3000 nur. Nur 3000. Ist klar. Was ist das? Mobiles Baufahrzeug. Ah, ein MBF, ein Bauhof. Endlich kann ich den bauen in der letzten Mission, wo der mir kaum was bringt. Eigentlich brauche ich sowas nicht. Ist einfach zu teuer und zu wenig lohnenswert. Da drauf. Ich brauche lieber noch eine Raffinerie, die ich dann aber gleich wieder verkaufe. Bei nur zwei Tiberiumfeldern brauche ich schon nur zwei Raffinerien. Erstmal zumindest. Ob der das irgendwann mal schafft? Das ist hier die große Frage. Dupti-dupti-dupti-du. Wo nur der Stützpunkt ist, entweder hier unten oder da ich hier gerade einen Sammler sehe, irgendwo hier oben noch. Ich glaube, wenn ich diese Startrampe zerstört habe, dann geht die Karte noch größer. Und ganz unten ist der richtige Stützpunkt von Nord. So viel meine ich, mich noch zu erinnern. Ein wenig Erinnerung kommt halt immer wieder zurück, wenn man das spielt, aber ja, er hat's geschafft. So ist Supi. Du hast ja einen Orden verdient. Ansonsten wäre früher oder später das ganze Zeug hier in meinem Stützpunkt gewesen. Und kaum kommen meine Einheiten hier raus, werden sie schon angegriffen und zerstört. Aber das konnte ich jetzt gut vermeiden. Dank meines Schwebepanzers. Zu wenig Geld. Und sobald die blöden Giftwolken weg sind, schicke ich ihn darunter. Das sollte dann ausreichen. Nur nicht da rein.
Gehst weg. Geh weg. Weg, weg, weg. Gehst du weg? Danke. So. Ja, ja, meine Sammler sind langsam und schwach. So, und zack. Daher. Das läuft doch gut. Kommandozentrale, die mir, glaube ich, gar nichts bringen. Kommzentrale steht da, aber es soll Kommandozentrale heißen. Ach, ich kann da irgendwelche Raketen, glaube ich, schießen, aber ich glaube nicht, dass ich das will. Oder? Hä? Ah, ist der ein Verbündeter? Ich verstehe langsam, aber sicher. Ich bin hier nicht alleine, glaube ich. Genau, wir haben ja im Video vorhin gesehen, dass der eine noch da ist, aber der im Kampf am Verlieren ist. Und dem muss ich halt helfen. Hier gibt es noch einen Weg, ich glaub's nicht. Wo? Ach du Schande. Geh weg da. Da ist ein Stützpunkt. Das ist nicht schön. Dass der so scheiß weit schießen kann. Da werde ich mir gleich eine Impulskanone bauen. Und hoffentlich kann ich den dann irgendwie beeinträchtigen. Aber machen die nichts? Sind die so blöd? Was sind die umbenannt? Unbemannt. So heißt das. Ich muss das irgendwo in Sicherheit bringen. Ich glaube, hier ist ganz gut. Zu wenig Energie. Uplink. Das ist, klingt irgendwie nach Ionenstrahl. Ich überlege noch, was ich machen soll. Ich brauche auf jeden Fall erstmal Energie. Das wäre, glaube ich, das Sinnvollste. Wird gebaut. Und wie gesagt, immer nur eine Turbine extra drauf. Dann verliere ich nicht so viel, wenn ein Kraftwerk mal zerstört wird. Und schön auseinanderbauen. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. So. Bau abgeschlossen. Aber im Moment kann ich mir Zeit lassen. Ich habe ja noch eine Menge Zeit. Du-di-du-di-du. Feuersturmgenerator. Ob der mir gegen eine Rakete hilft, das ist dir die Frage. I don't know. Raketenstart geordnet. Oh, schon wieder, der war doch gerade erst. Was passiert überhaupt? Oh, super, hat das geschafft und trotzdem gleich. Sammler wird angegriffen. Was stand hier? Stand hier was? Ich bin nicht sicher. Ich hab's vergessen. Also, das wollte ich gar nicht, gestoppt. Oder? Wollte ich das? Muss doch früher gebaut. Oder später doch gemacht werden. Ein Kraftwerk kann es nicht gewesen sein. Stand hier, oder ging es nur auf den Sammler? Stand hier, ich glaube nicht, dass hier was stand. Ich wollte hier eigentlich die Lücke freilassen, damit man hier durchrennen. Worauf haben die geschossen? Wieder nicht auf mich, oder? Hätte ich da bloß mal hingeguckt. Aber es scheint mir so, als wäre ich unversehen davon gekommen. Unbescholten. Und hier ist noch mehr Tiberium, ist das schön. Das ist sehr schön. Und ganz viel Blaues. Nur die einzelnen Grünen sind recht klein gehalten. Aber es sollte für den Anfang ausreichen. So, zwei Fronten hier habe ich. Zwei Heimfronten. Ob mir das irgendwas bringt. Ich kann bestimmt noch eins draufbauen, aber wozu? Ionen, was steht da? Ionenwerfer. Es gibt tatsächlich schon hier. Ich dachte, es gibt es erst in Tiberium. Wow. Schulbus. Ich mag keine Schulbusse. Weg damit. Ich helfe Nord. Oh nein. Irgendwas wollte ich noch bauen. Ich glaube,
Ich wollte noch irgendwie Flugabwehr bauen, keine Ahnung. Nee, jetzt erstmal nicht. Ich könnte mir noch so einen zweiten Stützpunkt irgendwo aufbauen. Ich habe ja jetzt die Möglichkeit für einen Bauhof neu zu bauen. Aber im Moment sehe ich hier keine passende Gelegenheit. Deswegen gucke ich mich erstmal ein bisschen weiter um hier. Aber bauen muss ich trotzdem irgendwas. Was kommt sie gleich wieder? Wir brauchen Silos. Und ich hasse Silos. Ich brauche keine. Wenn ich Geld habe, dann wird halt was gebaut. Pick up. Die Brücke ist nur von der anderen Seite aus reparierbar. Also erstmal keine Option für mich. Vielleicht komme ich hier überhaupt nicht weiter hier unten. Was ist das? Alter Tempel. Das ist ein alter Stützpunkt von Nord. Also genauso wie es einen alten Stützpunkt von GI scheinbar gibt, gibt es auch einen alten von Nord. Den nehme ich ein, definitiv. Kann ich euch sagen. Oh shit. EM-Schockwerfer bereit. Ich will nicht, dass die irgendwie... Oh nein. Das war zu befürchten. Ich glaube nicht, dass der eine Chance hat gegen zwei auf einmal. Und er ist nicht getroffen worden. Sehr schön. Schön zurück. Aber den will ich auf jeden Fall einnehmen. Alter Tempel. Alter Bauhof. Kommen Sie mir nach? Ja. Ich speichere natürlich mal wieder. Habe ich schon lange nicht mehr getan. Das letzte Gefecht. Wenn ich den jetzt hier drauf schiebe, dann muss ich trotzdem irgendwie Flugeinheiten haben, damit ich was dagegen tun kann. Meine ich doch. Deswegen brauche ich auf jeden Fall noch Heliports. Wird gebaut. Und dann kann ich wieder gescheite Bomber bauen und nicht diese blöden Orcas. Diese Jäger. Ich weiß nicht, beide Orcas. Orca-Jäger und Orca-Bomber. Und die Orca-Bomber sind die guten. Die richtig guten. Bau abgeschlossen. Hoffentlich kommen die jetzt nicht hier unten rein. Wo baue ich das hin? Warum nicht fett hier hin? Sammler wird angegriffen. Wieder da. Einheit bereit. Der passt aber nicht auf. Cyborg zur Stelle. Komm, komm, komm. Einheit egal. Einheit weg damit. Bisschen leerer geworden hier, auch nicht schlecht. Ich brauche auf jeden Fall so ein Ding, ich sag's euch. Ich höre es die ganze Zeit. Was ist das? Altes Silo. Brauche ich nicht. Alte Silos sind mehrere zusammengefasst worden, scheinbar. Bereit. So alte Gebäude haben halt nicht so viele Prioritäten. Also fasst man sie einfach zusammen. Ja, bitte. Ich verliere sie erledigt. Die wehren sich und wehren sich. Bei Schwierigkeitsgrad leicht werden sie ein Zehntel der Zeit noch am Leben. Ich brauche, wie gesagt, Orca-Jäger. Wo sind meine Orca-Bomber? Was muss ich dafür noch bauen? Werkstatt? Ich hab doch alles. Na, jetzt weiß ich, was mir fehlt. Einheit oh nein, die haben mein Technologiezentrum zerstört. Jetzt sehe ich es. Jetzt gehen sie auf mein Technologiezentrum. Das kostet doch eine Menge. Warum machen die so einen Scheiß? Habe ich das echt hier hingestellt? Und ich kann es nicht verhindern. Ich habe keine Chance zur Abwehr. Also ein Gebäude so können sie immer vernichten von mir. Nur den Bauhof nicht. Also der Bauhof wäre eigentlich das beste Ziel für mich, weil ich den einfach reparieren kann. Das kostet nicht so viel wie ein neues zu bauen. Zu wenig Geld. Einheit bereit. Du, 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 du. Ja, Sir.
Du stellst dich da hin und baust dich auf. Ah, der ist gleich bereit. Den schicke ich mal direkt hier drauf. Mal gucken, was er ausrichten kann. Ich habe nicht mehr die geringste Ahnung, wie effektiv der ist. Aber wenn er nur so halb effektiv... Was? Was geortet? Ach, Raketenstart. Nein, schon wieder. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Okay, das war nicht so schlimm. Es war nur ein Gebäude getroffen und nur die Impulskanone. Und nicht mal kaputt gemacht. Ionenwerfer bereit. Sehr schön. Moment, ich baue mir gerade dieses hier Bau wieder auf. Abgeschlossen. Da kannst du schon hin, weil dir der Boden zerstört wurde. Dann eben hier hin. Zu wenig Energie. Kein Problem. Wird gebaut. Ich werde trotzdem jetzt speichern, bevor ich angreife. Diese blöde Artillerie, die mich dauernd behindert beim Sammeln. So. Gestoppt, weil ich keine Energie habe. Toll. Was für ein Scheiß. Das ist schon fertig gewesen. Verarscht mich. Ich werde hier auf jeden Fall gleich runtergehen. Weil ich diesen schönen Stützpunkt hier will. Der ist sehr nostalgisch. Und ich stehe total auf Nostalgie. Bau abgeschlossen. Dahin. Immer noch nicht genug Energie. Verarscht mich doch. Bau abgeschlossen. Und immer noch nicht genug. Wird gebaut. So. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Und nicht so nah aneinander. Das bauen wir mal dahin. Und Donnerturbine. Wird gebaut. Ich glaube, auf Kraftwerke gehen sie nicht so oft wie in den Raketenstarts. Das lohnt sich aber nicht. In der Theorie zumindest. So, jetzt sollte ich aber angreifen können. Bin gespannt, wie effektiv das Teil ist. Ziel wählen. Boah, habt ihr das gesehen? Das ist nach meinem Geschmack. Jetzt machen wir das Ziel noch hier, wählen. Hier drauf. Dann sehen wir das auch mal. Bam. Boing. Es hat nur... Lebt es noch? Ach, das ist eine Rakete. Das ist eine Startrampe. Die muss ich wahrscheinlich zerstören. Ich dachte, die wäre ganz woanders. Die kann ich ja ruckzuck kaputt machen. Dann habe ich das schon ganz schnell erledigt. Das reparieren die nicht mal. Zu wenig Geld. Deswegen lasse ich mir jetzt lieber Zeit, bevor... Bis kurz vor Null. Und dann mache ich die komplett kaputt. Und dann wird sich die Karte höchstwahrscheinlich vergrößern und der Feind wird richtig böse. Einheit bereit. Kann ich ganz schnell vernichten. Will ich nur nicht. Aber ich probiere es mal aus, damit ich nicht umsonst irgendwie warte und dann alles verkacke. Einen kurzen Versuch mal. Aber wenn es so klappt, wie ich denke, dann... wird ich gleich wieder laden. Ich habe ihn jetzt zwar auf die Artillerie geschickt, das macht aber nichts, weil er trotzdem die Rakete hier höchstwahrscheinlich mit erwischen wird. Einheit verloren. Falls er so weit kommt. Sollte er aber schon schaffen. Ja, dachte ich mir doch. Zeit gestoppt. Ich glaube aber nicht, dass es so klug war. Einheit verloren. Ach, ich lade einfach wieder neu. Wie gesagt, ich lasse mir Zeit. Dann kann ich meine Angriffstruppe schön aufbauen. Einheit verloren. Dupdi-dupdi-du. Ich baue noch sowas. Wird gebaut. Aber das war's erst mit meinen Flugeinheiten. Ich will. Ah, sehr schön, da kommen sie nicht mehr durch. Nur noch eine Front. Ich werde erst meine Bodentruppen jetzt aufrüsten. Weil ich jetzt gerne mit Bodentruppen noch die Sache erledigen würde. Vielleicht mit Ionenstürmen,
Werfer noch. Oh shit, das blaue Tiberium geht in die Luft. Scheiße, das hätte ich machen sollen. Ich mache mich schon selbst kaputt. Och, das schöne Tiberium, das ist so explosiv. Es ist aber so viel wert gewesen. Scheiße war das, das war dumm. Ich kann es aber rückgängig machen. Ich mache das ja eigentlich nicht, sowas. Wenn sie es vermeiden lässt. Aber jetzt, wo ich gerade dabei bin, mache ich das kurz, damit ich das Tiberium hier behalten kann. Und jetzt hat sie die Brücke sogar heile gelassen. Das müssen wir aber ändern. Falls das geht, das machen wir selbst kaputt. Kennen wir ja. Ja, bleib halt stehen, eine blöde Brücke. Ist mir jetzt auch egal. Vielleicht wollen sie nur auf die Brücke gehen. Glaube ich aber selbst nicht. Ja, sie kommen mir nach. Hilfe, sie kommen mir nach. Nein, nein, nun schon blaue Tiberium. Nicht wieder denselben Fehler. Was schießt der? Was war das für ein Geräusch? Hat sich irgendwie wie ein Flak angehört. Seltsam. Ah. Was hat der denn für einen Scheiß gemacht? Was wollten der? Ach, der kommt, der ist neu. Super. Neu und sofort wieder fast kaputt. Das kann ich aber nicht akzeptieren. Das muss irgendwie rückgängig machen zu sein. Was ein Scheiß, dass der einfach hier durch die Feinde fliegt. Einfach so. Das ist total unfair. Nochmal noch was unfair ist. Ich hab kaum Geld. Warum habe ich kaum Geld? Weil du Depp jetzt hier sammelst. Ich baue nichts außer eine Werkstatt und ich hab kaum Geld. Raketenstart schon wieder. Klasse. Okay, das war taktisch ganz klug von mir, dass ich jetzt weg bin. Jetzt kommen die ja noch unterirdisch. EM-Schockwerfer bereit. Getarnte Einheit entdeckt. Wo wollen die hin? Unterirdische Einheit entdeckt. Erst noch die gefährlichen Gegner. Ja komm, mach doch irgendwas. Einheit verloren. Kann ich den eigentlich reparieren, wenn er aufgebaut ist? Einheit verloren. Dies baue ich mal. Erst noch gar nicht. Warum bin ich so schwach? Getarnte Einheit entdeckt. Kann doch nicht schnell sein. Sammler wird angegriffen. Boah, da ist mir wieder viel zu viel los hier. Bisschen Ruhe bitte. So, das bauen wir auf. Hier. Dann brauche ich wieder so ein Teil. Wird gebaut. Der kann hoffentlich da rein. Jawohl, perfekt. Dankeschön. Zum Glück bin ich mit denen hochgeflogen, als die kamen. Ich hab's schon so geahnt, dass es diesmal auf meine Flugzeuge geht. Aber Heliport ist billiger als Technologiezentrum. Deswegen kann ich ganz froh sein. Ich könnte noch so eins bauen, dann habe ich bestimmt zwei. Schon geil. Sieht zwar nicht so spektakulär aus wie bei Tiberium Borstern. Ist aber auch klar, das wesentlich ältere Spiel. Wow, das geht schnell, das zu reparieren. Ich lasse ihn einfach mal da stehen, da liegen, weil er hier eh nicht reinkommt. Und noch nicht muss, weil er noch zwei Schuss hat. Nein, das ist blöd. Ich brauche erstmal Raffinerien. Ich habe gar kein Geld. Wird gebaut. Nix Geld hier. Oh, ich will diesen Stützpunkt. Ich will diesen. Die sind so schnell beim Schießen, alle 5 Minuten.
Oh, das war wieder. Schon wieder da drauf. Ihr werdet langweilig. Und diesmal irgendwie kein Gift. Ich glaube, da sind mehrere verschiedene Nordstützpunkte. Unabhängig voneinander. Deswegen kommt die Rakete auch manchmal von unten. Aber kein Problem, ich werde gleich wieder einen Heliport bauen. Das könnt ihr mir nicht verbieten. Ich tue den mal hier hin. Immer schön auseinander alles halten. Ionenwerfer bereit. Schön, aber wo ist die Rakete? Bau abgeschlossen. Und tschüss. Gebäude verkauft. Das zahlt sich aus. Jetzt mache ich mir noch so ein Teil. Wird gebaut. Weil Nord immer wieder da drauf geht. Oh, das ist ja aber ganz schön angeschlagen. Noch irgendwas? Irgendwas. Jetzt geht's Reparatur für jeden. Jetzt geht's da nicht mehr drauf. Die haben es zu zerstört, den Boden. Neue Baumöglichkeiten. Die sind ganz schön aggressiv heute, die Nords. Wieder Maschinengewehre gegen Panzer. Sehr effektiv. Einheit verloren. Sammler wird angegriffen. Ich sollte mal wieder ein paar Disruptor bauen langsam. Aber erst baue ich noch auf Marie. Wird gebaut. Erstmal noch das. Einheit verloren. Sammler wird angegriffen. Die Infanteristen sind schon gar nicht so schlecht gegen feindliche Infanterie und als Kanonenfutter. Selbst in so späten Missionen nicht. Einheit verloren. Uah. 22 Minuten. Langsamer sicher wird's eng. Aber kein Problem. Weil ich einfach den Ionenwerfer draufschicken kann. Und ruckzuck ist die Zeit gestoppt. Einheit bereit. Pilot zur Stelle, Pilot zur Stelle. Und noch eine. Vielleicht könnte ich sie auch mal stehen lassen. Bau abgeschlossen. Die lasse ich mal stehen. Wird gebaut. 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, das reicht. Gestoppt. Oder? Was meint ihr? Für den Moment zumindest reicht das. Sammler wird angegriffen. Okay, schon wieder sowas. Dann schicken wir erstmal. Ziel wählen. Komm. Machen wir es richtig. Ziel wählen. Weg damit. Das ist wie Magie. Ja, leider sieht man hier keine Zeitangabe. Oh, ihr wollt euch vorbeischleichen, wa? Das kann ich aber nicht dulden. Ich muss unbedingt ein bisschen Einheiten bauen. Das ist jetzt höchste Zeit. Nur zu dritt. Und zwei sind schon gelb. Einheit verloren. Langsam mit eng. Einheit verloren. Nur noch zwei. Den müsst ihr noch kriegen. Ja. Getarnte Einheit. Schafft ihr das? Dankeschön. Sehr schön. Oh. Mann! Kommt schon. Einheit bereit. Ey, die kommen ja zurück. Gas,